Ganz herzlich willkommen beim Kurier-Talk heute Nachmittag. Unser Gast ist heute ein Architekt des Architekturbüros Caramel, Herr Diplom-Ingenieur Ulrich Aspetz-Berger. Herzlich willkommen. Guten Tag. Sie kommen jetzt gerade aus Linz und machen sehr viel architektonisch in Linz. Was ist das Aktuelle? In Linz gibt es, wie hier auch, ganz kleine und ganz, also etwas größere Projekte. Das größte ist die Erweiterung der Johannes Kepler Universität. Das geht um 110.000 Quadratmeter Nutzfläche. Quasi der ganze naturwissenschaftliche Teil der Fakultät wird da auf ehemaligen Sportanlagen Richtung Osten sukzessiv erweitert. Das ist eigentlich ein Projekt, das ist schon bald 15 Jahre alt. Nämlich vor 14 Jahren haben wir den Wettbewerb gewonnen und jetzt entstehen gerade die letzten beiden Bauteile dieses Campus. Bei der Postcity Linz in dem Viertel, wie darf ich Ihre Reaktion interpretieren, ist sehr umstritten, sind Sie aber auch beteiligt? Naja, beteiligt, wir haben diesen Wettbewerb mitbestritten, haben aber ein komplett anderes Konzept abgegeben als man hat es ja eigentlich wissen können, was die wollen, nämlich Hochhäuser. Ja. Und wir waren eigentlich das einzige Projekt, das tatsächlich völlig ohne Hochhäuser ausgekommen ist und haben immerhin damit den dritten Platz errungen. Ja. Ganz hat es nicht gereicht, weil einfach die Vorstellungen an der Stadt, von einer modernen Stadt, eine etwas andere sind, also die halten wir für überholt. Ja. Und wir sahen die Chance, dort endlich einmal wirklich einen grünen Stadtteil zu entwickeln, ja, mit Regenwassernutzung, mit entsprechender Retention der Oberflächenwässer, mit begrünten Fassaden und Dächern und auch mit einer Maßstäblichkeit von Platzsituationen, die eher an so Altstadtsituationen erinnern. Und haben es tatsächlich geschafft, diese geforderte Dichte, 4,0 ist jetzt ein Fachbegriff, aber das heißt, dass jeder Quadratmeter Grundfläche viermal als Nutzfläche genutzt wird oder als Geschossfläche genutzt wird, das ist immens. Und wir waren dann selbst erstaunt, dass das tatsächlich auch funktioniert. Und es dürfte sehr kontrovers diskutiert worden sein. Jedenfalls hat es leider nicht nur Freunde gegeben, aber sehr viele. Ja. Letztendlich konnten wir uns nicht ganz durchsetzen damit. Eine Spezialität von Caramel-Architekten, die es seit 20 Jahren gibt, Sie sind, glaube ich, fast genauso lang dabei, 2001? Eigentlich länger. Wir haben vorher unter unterschiedlichen Namen schon zusammengearbeitet. Mein Büro war mit einem Kollegen zusammen, dann irgendwann einmal in Bürogemeinschaft mit meinen Partnern Günter Katterl und Martin Haller. Ja. Die haben da schon zusammengearbeitet und wir haben parallel Wettbewerbe gemacht und tatsächlich parallel auch ganz gut abgeschnitten und haben dann irgendwann einmal gesagt, probieren wir es mal im Niederlande, vielleicht kriegen wir dann einen Auftrag. Und tatsächlich war das dann so, dass wir auch Aufträge, am Anfang war es so, dass man uns nicht so ernst genommen hatte scheinbar. Die ersten gewonnenen Wettbewerbe wurden entweder im Budget so runtergekürzt, dass nicht wirklich was draus geworden ist, oder wie es in Deutschland üblich ist, dann der dritte Beauftragte. Also das Büro meiner beiden Kollegen damals, Katterl und Haller, hat einen sehr großen Wettbewerb in der Nähe von Nürnberg gewonnen. Und die sind also quasi nach der Preisverleihung gleich wieder heimgeschickt worden, weil der Richter mit dem dritten Preis schon mehr gemacht hat. Und das ist Gott sei Dank in Österreich ein bisschen besser, die Situation. Ja. Eine Spezialität, würde ich sagen, von Caramel ist die Vielseitigkeit, also von kleinen Design-Dingen bis zu Unibau-Großobjekte. Und eins davon ist auch die Gestaltung oder Umbau von Einfamilienhäusern. Ich denke da jetzt, was mir sehr gut gefallen hat, diese eine Lösung dieses Hauses in Baden. Das war ein Winzerhaus, glaube ich. Und eine Art Pavlatschen, offen nach vielen Seiten. Ist das eine Kernkompetenz sozusagen des Büros? Wir haben immer wieder auch Einfamilienhäuser gemacht, obwohl das immer mit ein bisschen schlechtem Gewissen, wenn es darum geht, irgendwelche Siedlungsräume nach außen quellen zu lassen. Wenn es um Nachverdichtungen geht, machen wir das sehr gern. Und das ist so ein Nachverdichtungsprojekt, wo wir eigentlich auf der bereits aufgeschlossenen Areal, das heißt, der Steuerzahler hat jetzt schon in Kanäle und die Straßen und alles zahlt. Und es gibt
dort die Chance, das nachzuverdichten und das auch noch in einer gewissen Qualität, dann macht es einerseits sehr viel Spaß, andererseits macht es in diesem kleinen Rahmen Einfamilienhaus deswegen Spaß, weil man nie sonst mit einem Bauherrn so unmittelbar in Kontakt kommt, sonst irgendwelche Vertreter von Institutionen. Und das ist auch was, was sehr schön dran ist. Mhm. Sympathisch fand ich die Idee seinerzeit, die glaube ich auch schon 15 Jahre alt ist, der Wohnbox damals. Das ist ja mehr denn je aktuell in Zeiten, wo Wohnraum wahnsinnig teuer ist. Also sowas zu produzieren und wohin zu stellen, müsste eigentlich ein Verkaufshit sein. Ja, da wurde allerdings damals kurz nach Fertigstellung fälschlicherweise der Baupreis irgendwo veröffentlicht und der ist nur zustande gekommen, weil es ja für Eigenleistung drinnen war und weil man wirklich auch sehr stark von vielen Normen abgegangen ist. Das heißt, das war ein Provisorium, kann man ruhig sagen. Und dann sind die Leute alle dahergekommen und glaubt, um den Preis kann man sowas bauen. Und das ist eben ein bisschen das Problem. Wir hätten es wirklich häufig vermarkten können. Wir haben es auch mit einem sehr großen Fertigteilhausanbieter durchgespielt. Ja. Die haben das auch mitgetragen. Lustigerweise ist es an der Vermarktung des Hauses gescheitert, weil das lauter selbstständige Vermarkter sind und die haben gesagt, so hinten können wir nicht vertrauen. Also, ja. Das wäre damals, glaube ich, so 50.000, 70.000 Euro war die Preisrange. Ja, und das kann man aber, wenn man es ganz normal alles nach Norm errichtet mit unterschiedlichen Firmen und ohne Eigenleistung, geht das fast nicht mehr, weil es hat einen Anschluss am Kanal, es hat einen Anschluss an den Strom, es hat die Anschlusskosten im Normalfall und ein Badezimmer hat es normalerweise auch. Und das sind diese Elemente, die in einem Haus relativ viel kosten. Das heißt, ein kleines Haus kostet pro Quadratmeter eigentlich mehr als ein großes. Mhm. Oft hört man die Kritik, dass in Österreich Bauen besonders schwierig ist, weil jetzt für den Architekten so viele Vorschriften zu beachten sind, von denen man viele streichen könnte, wie die Garagenforderung im Stadtbereich etc. Ja, schwierig für den Architekten ist eigentlich wurscht, sage ich, aber es macht das Wohnen so teuer. Es macht das Bauen so unglaublich teuer, weil es eine unglaubliche Vielfalt und teilweise sich sogar widersprechenden Normen gibt, die auch teilweise aus der Industrie rauslukriert werden. Normen sind eigentlich nur ein Werkzeug, aber sie werden von den Baubehörden zwischenzeitlich sowas von ernst genommen, dass das fast Gesetzescharakter hat. Und auch, das kommt auch irgendwo her, der Private hat eine Rechtsschutzversicherung und sobald da irgendeine Kleinigkeit nicht passt, wird sofort geklagt. Und das alles zusammen macht das Bauen sehr teuer. Aber Sie haben es erwähnt, das Auto ist das andere Extrem, was die Tiefgaragen kosten, was der Autoabstellplatz kostet, steht in keiner Relation, wenn man dann noch dazu bedenkt, was die Infrastruktur dafür kostet. Mhm. Die Herausforderung der aktuellen Zeit ist Migration und jeder zweite Satz hat was mit Klima zu tun. Wie steht der Architekt da dazu? Jetzt auch wenn es die Forderung war, überall Klimaschutzdinge an die Fassaden zu pappen, oder kann man da, gibt es Alternativen? Also es ist ja nicht schlecht, was Grünes an die Fassade zu geben, aber es sollte keine Alibi-Handlung sein. Also oft sind es so diese Feigenblatt-Aktionen, wo man sagt, ach, jetzt haben wir schön da ein paar Topfpflanzen aufgestellt und jetzt ist das Klima gerettet. Darum geht es natürlich nicht. Es geht um ganz andere Sachen, um nachhaltiges Bauen und da gibt es schon viele Ansatzpunkte und ich finde, das macht auch endlich wieder wirklich Sinn, dafür zu kämpfen. Also es ist ein bisschen mein Steckenpferd, genau diese Sachen mitzutragen. Ich habe in verschiedenen Funktionen, zwar eher in Oberösterreich, Baukulturvermittlungsfunktionen und da versuchen wir genau diese Themen publik zu machen. Und da geht es am wenigsten, aber durchaus auch um eine grüne Fassade, da geht es vielmehr um ein Vermeiden der weiteren Verhüttelung, um Raumordnungsfragen, um Ortskernbelebungen, um die Verhinderung dieser Pendlerbewegungen etc. etc. Ihr Motto vom Architekturbüro ist, Architektur soll Spaß machen. Wo ist der Spaßfaktor bei Ihnen? Das ist natürlich ein herausgezogener Punkt, der uns sehr wichtig ist, aber das kann natürlich nicht der einzige sein. Aber es ist wie bei allen Tätigkeiten so, wenn das keinen Spaß macht, dann ist der Output auch nicht entsprechend.
Und es macht natürlich nicht immer alles Spaß, das ist überhaupt keine Frage. Aber wir versuchen es auch mit unseren Kollegen im Büro so lustig wie möglich zu haben. Da wird auch viel gefeiert und viel im Wirtshaus entworfen und solche Sachen. Das ist darunter zu verstehen, aber auch nicht nur diese trockene Ausarbeitung, sondern auch, dass die Ergebnisse am ersten Blick schon irgendwie erfreulich sind. Mhm. Ihr Kollege hat irgendwann mal in einem Interview gesagt, wir sind auf dem Weg zum Idealhaus. Wie schaut das Idealhaus aus? Da muss ich meinen Kollegen befragen. Das Idealhaus ist natürlich so klein wie möglich, so ökologisch wie möglich, so sinnvoll wie möglich. Man hat dann den Bauherrn auch entsprechend geschult. Man hat nachverdichtet, man kann das wieder wegräumen. Es ist aus nachwachsenden Baustoffen gebaut. Wenn es dann auch noch irgendwie fesch ist, ist praktisch. Wie gut kennen Sie die Leute, für die Sie planen? Ach, das ist unterschiedlich. Meistens lernt man sich erst im Prozess des Planens kennen, was manchmal durchaus problematisch ist. Häufig hat man aber schon relativ früh ein bisschen ein Gespür dafür. Und manchmal kann man sich eh nicht aussuchen, wenn es die Vertreter von großen Institutionen sind. Wir machen sehr viele Wettbewerbe und hier und da gewinnen wir halt auch was und dann darf man das verwirklichen und dann kommt man mit sehr unterschiedlichen Menschen in Verbindung. Bei den privaten Bauherren gab es auch schon häufig ein Danke-Nein, was die Auftragsvergabe betrifft. Ich verstehe, aber da muss man ja sozusagen die Bewohner recht gut kennen, was die wollen und damit es auch funktioniert dann. Ne? Ja, also das halten wir auch gerade in diesem Privatbereich für extrem wichtig, zuerst einmal eine gescheite Analyse zu stellen, weil unsere Häuser schauen nicht deswegen so unterschiedlich aus, weil wir immer nur um jeden Preis alles anders machen wollen. Weil sie maßgeschneidert sind. Weil sie maßgeschneidert sind, weil sie genau das widerspiegeln, was man auch gemeinsam mit den Bauherren entwickelt hat. Es ist ja nicht so, dass man dann nach Hause geht und einen Entwurf bringt und das war's. Das ist natürlich im Idealfall schon so, aber es ist oft so eine Art kooperativer Prozess im Kleinen, wo man sich halt an etwas annähert und zum Schluss hoffentlich genau das Ergebnis bringt, das der Bauherr sich wünscht. Schon klar. Anforderungen, ich meine, in der Medizin ist es so, dass die Halbwertszeit des Wissens so circa 6 Jahre ist. Mhm. Ich habe so das Gefühl, in der Architektur hat sich's auch beschleunigt in den letzten Jahren. Ist das richtig? Also wenn man ständig am Stand der Technik sein will, müsste man die ganze Zeit sich mit den neuesten Normen und Abänderungen der Bauordnung beschäftigen. Man macht es halt dann, wenn man gerade auf diesen Punkt hinkommt. Aber ich glaube, es ist in der Medizin nicht anders. Erst dann, wenn man sich wirklich damit beschäftigen muss, schaut man ins Detail rein, was denn da gerade Sache ist. Mhm. Das spektakulärste Ding von euch jetzt nach der Außenwirkung war, glaube ich, das Tischtuch am Hauptplatz von Linz damals. Ist das so oder sehe ich das falsch? Das war, glaube ich, schon ein ganz lustiges Projekt. Ich glaube, es war nicht das Einzige, was völlig aus der Reihe tanzt. Aber das war auch damals eine Weiterinterpretation der Wettbewerbsaufgabe. Da ging es eigentlich nur darum, das Ticketcenter für diese Kulturhauptstadtsituation und die Info-Anlaufstelle zu entwickeln. Und der Linzer Hauptplatz, der immer noch von Autos befahren wird, wenn man jetzt einmal eine ganz kurze Pause gegeben hat, hat eigentlich kaum Angebot an die Leute, den Hauptplatz auch so zu konsumieren. Und so war die Idee dieses Raustragens des Designs des Innenraums auf den Hauptplatz raus und das auch noch mit diesem augenzwinkernden Element des karierten Tischtuchs. Und da waren so Stufenanlagen, die halt dann konsumfrei benutzt werden können. Mhm. Der legendäre Architekt Rudowski hat einmal gesagt, wir brauchen eigentlich keine neue Bauweise, sondern neue Lebensweisen. Dem stimmen Sie zu, weil er war sehr nah an den Menschen dran. Sie sind es auch mit dem, was Sie tun. Wie schauen die neuen Lebensweisen aus, jetzt Homeoffice, Schlagwort und anderes? Da gebe ich ihm völlig recht. Und es ist ja auch ein teilweise ein Rückbesinnen auf alte
Bauweisen jetzt wieder zu bemerken. Also der Holzbau, der Lehmbau, das sind ja alles Sachen, wo gerade in Österreich oder eigentlich weltweit gibt es da Tradition des Errichtens in solchen Materialtypen. Das ist aber nur der eine Teil. Aber Homeoffice, da komme ich gleich wieder zurück zu dem Thema, das ich zuerst schon angesprochen habe, dieser Pendlerwahnsinn, den wir in Österreich überall haben, dass die Leute einpendeln in die Städte und das tunlichst mit mindestens einem Auto pro Person, so ungefähr. Das ist vielleicht jetzt auch mit dieser momentanen Situation eine Chance, das zu überdenken. Aber grundsätzlich ja, es müssen sich die Lebensweisen ganz dringend ändern. Es darf der Flächenverbrauch, der muss auf ein Zwanzigstel eingeschränkt werden. Und selbst das ist zu viel. Wir haben Brachen rumstehen, die nicht benutzt werden, weil es billiger ist, daneben eine neue Halle hinzustellen. Weil auch das ist aber nicht nur die Lebensweise, sondern es ist auch die Vorgabe unserer, aber das sind letztendlich wir, unserer Politik, da ganz anders tickt. Mhm. Herr Architekt, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und ich danke Ihnen für Ihre Neugierde und Ihr Interesse an der Architektur von Caramel. Vielen Dank. Dankeschön.